Ja. Hallo, liebe Zuschauer hier vom Online-Retreat 2020. Mein Name ist Stefanie Berg und ich bin etwas aufgeregt, denn ich spreche heute mit Jörg Fuhrmann vom Freiraum-Institut am Bodensee, ne? Genau, Korrekt. und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn du hast eine Ausbildungsliste, also das ist einfach, habe ich selten gesehen in dieser Art. Du bist ja Coach, du bist Therapeut, du bist Dozent, du hast Schamanistik sogar studiert, ja, wie ich gesehen habe. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was du alles an Ausbildung und Studium und alles gemacht hast. Bei uns heute, liebe Zuschauer, geht es um das Thema Atmung als jederzeit verfügbare Ressource. Ne? Es geht ja bei uns, also unser Kernthema lautet ja Lebensenergie steigern auf ganzheitlichen, also ganzheitliche Ressourcen zur Steigerung der Lebensenergie. Und ich möchte mit dem Jörg heute so ein bisschen darüber reden. Aber lieber Jörg, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, du hast ganz schön was zu tun momentan. Ja, vielen Dank. Das stimmt. Danke dir auch für die Einladung. Ja, ja, sehr gerne. Danke für das Interesse an alle, die jetzt gerade zugucken. Genau, wir kennen uns ja persönlich noch gar nicht. Ich will mal ganz kurz dazu sagen, wie ich auf dich gekommen bin. Das war durch einen anderen Kongress, den ich mir angeschaut hatte, von der Mia, heißt die, glaube ich, Mia Agata, ist mir so im Kopf geblieben. Ich hatte die da auch das erste Mal gesehen und hatte das Video gesehen und dachte mir, wow, das ist ja wirklich mal ein Thema, da habe ich noch nie was von gehört. Denn wir reden nicht nur über die Atmung und wie die Atmung uns beeinflusst in unserer Lebensenergie, sondern auch um eine tiefere Art der Atmung, was sich da nennt holotropes Atmen. Kannte ich überhaupt nicht. Ja. Gut, und dazu erzählt uns der Jörg heute ein bisschen was. Vielleicht willst du selbst noch mal kurz so umreißen, was du genau machst, bei was du den Menschen hilfst, die zu dir kommen. Ja, genau. Ja, danke. Ja, also mein Schwerpunkt ist die Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen und mit Übergängen, würde ich mal so sagen. Wo es letztendlich darum geht, die eigenen Potenziale zu realisieren, die möglicherweise blockiert oder gehalten, eingefroren sind. So sowohl im Körper als auch im Geist, als auch im Energiesystem, so im Bewusstsein. Und das sind natürlich zum Teil auch Trance-Prozesse oder hypnotische Prozesse, die dann den Alltag sich so durchziehen, die mit den inneren Teilpersönlichkeiten und so weiter einhergehen. Aber es sind eben auch Prozesse, die, das ist nicht nur eine rein mentale Angelegenheit, die man jetzt mit positivem Denken oder mit so Mentaltraining-Techniken beheben könnte, sondern ich betrachte Menschen mal sehr ganzheitlich und beziehe da eben auch die neuesten Erkenntnisse aus den Forschungen zum Beispiel von Stephen Porges, Peter Levine, bei dem ich auch in Supervision bin, und bei anderen, von anderen Leuten aus dieser Richtung mit ein, um auch das Nervensystem zu koregulieren und die ganzen alten Erkenntnisse von Wilhelm Reich über die Verpanzerung und so weiter, das spielt bei mir auch alles eine Rolle. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Atmung, weil wenn man jetzt verschiedene Körperbereiche total blockiert hat, sprich nach Reich, wenn sie gepanzert sind oder blockiert sind, dann kann da der Atemfluss zum Beispiel nicht richtig durchfließen. Mhm. Also dafür müsste zum Beispiel das Zwerchfell muss flexibel runtergehen können, damit sich die Lungen entsprechend füllen können und so weiter. Und überhaupt die Lungen, der Brustbereich muss arbeiten können. Mhm. Und und ich habe den Menschen immer sehr ganzheitlich betrachtet, habe mich selbst auch mit immer ganzheitlich selber behandelt, also auch im umweltmedizinischen Sinne. Also ich bin jetzt kein Umweltmediziner, aber einfach mit den Dingen viel beschäftigt, die da so zugehören. Und in der heutigen Zeit, also viele Menschen, die so an Erschöpfung und so weiter leiden, die leiden ja zum Teil auch eben an den Umweltfaktoren, ne, wie Hochfrequenz und diese ganzen Dinge. Schlafprobleme können zum Beispiel auch, wenn da in medizinisch nichts gefunden wird, die können ja zum Beispiel auch neben bestimmten Gewohnheiten, wie dass man
den Raum zu warm hat oder dass man irgendwie nahe an, weiß ich nicht, an der Schlafphase noch was isst vorher. Wenn man dann den Magen voll hat und der Verdauungsprozess läuft, das regt den Körper wieder an, zu stark zu atmen zum Beispiel dann, also zu einer stärkeren Atmung. Und Hyperventilationsatmung oder beschleunigte Atmung, wenn man schlafen will, ist eher ungünstig. Ja, oder eben Atmung durch den Mund ist auch nicht so günstig in der Nacht. Machen ja auch viele. Oder dass man dann auf dem Rücken liegt zum Schlafen, ist auch sehr ungünstig. Besser wäre dann auch vom Bauch oder Seite. Ja, das sind so diese, das sind so unterschiedliche Faktoren, die dann eine Rolle spielen zum Beispiel. Und wie gesagt, wenn man dann noch die Bude voll hat mit Hochfrequenz vom Nachbarn und von einem selber und am besten das Handy noch vibrierend am Kopfende und dann ein Metallbett hat und nebenan noch ein Hochfrequenzturm steht und so, dann hat man nachher so das perfekte Ambiente, um schlecht zu schlafen, hätte ich beinahe gesagt. Das sind also jetzt mal ein Beispiel, ne? Wie einen das so multifaktorell alles belasten kann. Und ich bin hier halt am Bodensee in der Schweizer Enklave auf der deutschen Seite vom Rhein, also noch zur Schweiz gehörig, bin ich vor 7 Jahren hin ausgewandert und beschäftige mich eben sehr ganzheitlich mit diesen Entwicklungsprozessen und beziehe dadurch auch das Wissen eben aus den alten Kulturen mit ein, weil ich dann viel auch gereist bin und sowohl von Schamanen in Nepal als auch in Südamerika lernen durfte. Und war lange Jahre auch dann eben in diesen transpersonalen Übungswegen unterwegs. Habe da bei Stanislav Grof gelernt, bei Claudio Naranjo. Willige Seeger ist auch so ein Lehrer von mir gewesen, jetzt lange Jahre im Bereich der Mystik und Kontemplation. Ja, und da kann man sich ja auch, ich weiß nicht, ob es verlinkt unten, ich habe ja mehrere Infobroschüren. Ja, klar. Zu meiner Intensivarbeit. Ich arbeite an einem speziellen Intensivkonzept. Also ich habe nicht so eine Laufpraxis, wo die Leute so stundenweise kommen, sondern eher so in so einem Intensivkonzept, wo es dann mehrere Tage da durch die Tiefe geht. Und in diesem Sinne habe ich auch eine Ausbildung konzeptioniert, mit der ich 2021 beginne, wo ich dieses ganze Format quasi auch unterrichte und weitergebe an Fachleute. Ja, ist der erste Durchgang jetzt schon ausgebucht. Ja, ich habe es gerade eben gelesen auf Facebook. Das ist natürlich positiv, weil du kannst ja nicht überall sein, ja. Also du musst ja dein Wissen irgendwie weitergeben, ne? An weitere Coaches oder so. Das ist ja sehr vorteilhaft. Da kannst du dich wirklich verbreitern. Ich habe von dir auch verschiedene Dinge gelesen, unter anderem auch, dass du diesen Schamanen besucht hast. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Land. Das war ja schon eine sehr eindrucksvolle Geschichte, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ich war ja in mehreren Ländern, also das waren für mich alles sehr eindrucksvolle Geschichten und auch sehr tiefe Erfahrungen, wo ich mein Leben meistens in die Waagschale geworfen habe, sage ich mal innerlich so, ne? Also sowohl jetzt in Nepal mit diesem Ritual da mit dem kochenden Wasser, als auch in Südamerika mit diesem Initiationsritus, den ich da im Urwald mitgemacht habe bei den Shuar, wo ja tatsächlich auch jemand dann gestorben ist hinterher und wo ich instinktiv immer diese Hingabe an diesen transpersonalen Prozess gelebt habe eigentlich ein Stück weit. Und Platon hat ja auch sowas gesagt, ne, dass wir, um ein gutes Leben zu leben, müssen wir lernen zu sterben. Und das sagen die Buddhisten ja auch so ähnlich, stirb, bevor du stirbst. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Paradigma, das Sterben auch als eine Art Metapher zu verstehen. Also das heißt, das sind ja Loslassprozesse auch. Ne? Und, das meint jetzt nicht, sich kopfüber in lebensgefährliche Situationen zu stürzen, ohne einen Plan, wie so Bungee-mäßig oder so, sondern eher mit einem Bewusstsein sich einzulassen auf die Dinge, die man auch als bedrohlich erlebt und da an einer Grenze, in einem Rahmen von Sicherheit, diese Grenze zu erforschen. Ja. Genau, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr tiefgehende Dinge, die da passieren bei dir. Also wenn man so ein bisschen guckt oder liest, eher gesagt, also ich habe, wie gesagt, auch so ein paar Testimonials mir angeschaut. Sorry. Ja. Und das ist ja schon also mehr als einfaches Coaching oder
Ja. Mehr als eine einfache Begleitung, Lebenshilfe oder so. Also das geht auf jeden Fall viel, viel weiter rein, ne? Die Ja. Prozesse, die da ausgelöst werden. Möchtest du vielleicht mal ganz kurz erklären, was genau man unter diesen Transpersonalen versteht? Ja, gerne. Also das Transpersonale ist im Grunde der Bereich, könnte man sagen, der Psyche oder des Menschseins, was im Grunde diese weltliche horizontale Achse im Grunde verlässt und in die vertikale Achse übergeht. Grof nannte das eben dieses holotrope Bewusstsein. Also das heißt, das sind alle Bewusstseinszustände, die in alten Kulturen eben in rituellen Grenzerfahrungen eröffnet worden sind, sei es eben über Substanzen, sei es über Reizüberflutungen oder Reizdeprivationen und viele andere Möglichkeiten, aber auch manchmal spontan durch Krankheiten oder starke Belastungen. Manche Menschen haben das so beim Sport oder nach sehr anstrengenden Arbeitsprozessen körperlich. Und dann öffnet sich oder bei starken Krisenprozessen, ja, öffnet sich häufig so eine Art Raum, der nicht mit diesem rationalen, alltäglichen, linear-kausalen Ich-Bewusstsein zu bewältigen ist. Und ich arbeite mit Menschen, die entweder schon in diesem Feld drin hängen, ungewollt, ne? Oder ich eröffne diesen Raum für Menschen, um dort eben entsprechend andere Erfahrungen zu machen als auf dieser horizontalen Ebene. Und vieles, was im Coaching, was du mal wahrscheinlich auch meinst, oder in klassischen Therapie, Gesprächstherapieprozessen und so weiter abläuft, ist ja hauptsächlich auf der Ebene. Das heißt, also wir wechseln hier in meinen Räumlichkeiten, in meinem Institut, Prozess, den ich anbiete, wechseln wir quasi die Ebene. Und das ist wahrscheinlich das, was viele Leute hier so angesprochen hat oder auch verwundert hat, dass sie hier etwas ganz Wesentliches finden, von dem, was sie instinktiv schon immer gesucht haben und an verschiedenen Stellen nicht gefunden haben. Die Jugend, die sucht das ja auch, häufig eben in der Einnahme von Substanzen, also in Das ist ungünstigen eine Settings. Erweiterung des Ja, Bewusstseins, ne? genau. Also vorhin, Quatsch, vorhin gestern war Karneval da in Singen und ja, da war ich dann zufällig da in der Gegend und die Leute suchen das eigentlich auch. Nur das Bewusstsein wird da eher quasi auch durch den Alkohol und so weiter eher wieder eingeschränkt. Und zerstreut auch, ne? Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch, ist Alkohol auch als Substanz wahrscheinlich legal. Die Folgen der Schädlichkeit, das hat Professor Natja gezeigt damals in seinen Untersuchungen, das ist ja von Alkohol, also die Selbst- und Fremdschädigung ist ja nicht gering einzuschätzen, ist ja deutlich höher als bei Pilzen oder als LSD oder Ecstasy oder sowas. Ne? Aber die stark bewusstseinserweiternden Substanzen, obwohl sie eben viel weniger Schaden anrichten, ne? schädigend sind als jetzt, wie gesagt, Alkohol oder auch Tabak, sind eben strikt verboten. Und das hat eben auch, glaube ich, einen Grund. Ja, das ist also System. Ja. Also das ist wirklich ein Tabuthema, und ich glaube, es gibt für den modernen Menschen fast keine Räume mehr, wo er diese Erfahrungen sicher machen kann. Auch machen kann in einem Kontext, der nicht sofort entweder stigmatisiert oder sofort so eine spirituelle Soße darüber kippt, die das Ganze so in so eine bestimmte Richtung irgendwie sofort versucht zu ziehen oder wo das so sektiererisch auch gleich wird und guruistisch. Da haben die Leute einfach mittlerweile Berührungsängste bekommen, viele, auch wegen der deutschen Geschichte. Das ist ja auch sehr, diese Zustände sind ja im Dritten Reich auch sehr genutzt und missbraucht worden, zum Teil eben für diese ganze Bewegung dort. Das heißt also, gerade wir Deutschen auch haben da eine große Hemmung und Beklemmung, ja. Und ja, die Menschen sind aber dennoch auf der Suche danach. Und da greift eigentlich diese transpersonale Psychologie schon mit einem guten, seriösen Angebot, wie ich finde. Ja. Ja, Genau. dein Institut heißt ja Freirauminstitut und das Genau. passt ja dann auch wiederum sehr Stimmt. gut, Ja. ne? Dass Ja. du wirklich einen Raum schaffst, der die Freiheit bietet, das erleben zu können, sich da wirklich Ja, zu entfalten, ne? genau. Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, das ist so der Grundgedanke eigentlich auch gewesen. Ja. Ja, sehr Genau. gut. Ja, jetzt wollten wir ja ein bisschen im Speziellen über die Atmung sprechen, auch wenn du natürlich viel, viel tiefgehendere Dinge noch tust, aber hier möchte ich das gern so ein bisschen runterbrechen für unser Ja. Retreat. Ja, warum bist du der Meinung, sorry, es ist schon ein bisschen spät. Ja, Warum sollten wir denn einfach größere Beachtung auf die Atmung geben? also die Atmung könnte man sagen, ist so ein Stück weit der Treibstoff für den gesamten Organismus oder fürs Leben, könnte man sagen. Also vor allen Dingen auch für die Muskeln. Es gibt ja da sehr viele Schulen, die auch Atemtraditionen. Ich habe hier jetzt gerade mal so ein Oximeter mir mal angeschlossen, wo man jetzt hier den Sauerstoffpegel messen kann. Das läuft jetzt hier gerade und misst und misst und misst. Ja. Und ich wollte jetzt mal eben kurz was demonstrieren, wenn das denn anzeigen wird, würde. Ah ja, jetzt sieht man es hier, ne? 98, sieht man es? Genau. Also Sauerstoffsättigung von 98, während ich hier auf meinem beweglichen Hocker sitze. So, das heißt also, obwohl ich jetzt hier nicht groß verstärkt atme, habe ich eine Sättigung von 98%. Viele meinen jetzt immer, dass man die Sauerstoffsättigung jetzt noch, wer weiß, wie hoch pushen könnte, auf eben irgendwelche großen Prozentzahlen. Aber da sind ja nur 2% jetzt nach oben in Luft. Also bis 100. Mehr geht ja nicht. Das heißt also, das ist schon mal erstmal ein Trugschluss, dass die Menschen an sich meinen, mit wahnsinnig verstärkter Einatmung könnte man Sauerstoffpegel hochbringen. Und das würde tolle Effekte hervorbringen. Das ist also nicht so. Es ist also so, dass wir eben diese Sättigung, wie gesagt, die meisten sind so zwischen, ich sag's mal jetzt so, 94 und 98, das ist so 99 vielleicht meinte, das ist so der Pegel. Und der Körper braucht diesen ganzen Sauerstoff aber eigentlich gar nicht. Das heißt, ein Großteil davon, also wenn jetzt der Organismus in einem Ruhezustand befindet, dann werden sogar 75% davon wieder abgeatmet und wieder rausgebracht. Das heißt, der Körper hat eigentlich die ganze Zeit einen Sauerstoffüberschuss. So, wenn er jetzt sich irgendwie sportlich und so weiter anstrengt, dann, ich glaube, sind es 50% oder so, dann wird immer noch einiges abgeatmet. Das heißt also, wenn man jetzt den Körper darauf trainiert, dass er zu viel ständig einatmet, hat das gewisse Nachteile. Wir haben also eine Situation bei den meisten Menschen, dass sie eigentlich in einer permanenten Hyperventilation sind, weil sie pro Minute viel zu viele Atemzüge nehmen. Also viel zu viel einatmen und Ja, nicht so sehr also ausatmen, viel zu viel ne? Schnaufen. Die guten alten Yogis der alten Tradition, die sind so, dass sie ja, vielleicht einmal pro Minute atmen. Meine, wir könnten jetzt ja hier auf dem Tacho gucken und mal schauen, wie viel du jetzt in einer Minute schnaufst, oder ich auch, ja. Oder die Zuschauer können das ja auch mal nebenbei machen, ja. Mal zu gucken, wie viele Atemzüge sie so pro Minute nehmen. Das ist mal ganz interessant zu schauen. Und wenn man also mit so yogischen Techniken aus dem Pranayama zum Beispiel arbeitet, so Kumbhaka und so weiter, so Atemretentionen, dann stellt man also fest, dass man nach einer gewissen Zeit so viel Sauerstoff im Gewebe hat und auch die CO2-Toleranz. Das CO2 ist ja ganz entscheidend, also um den Körper anzuregen, dass er wieder atmet, wieder einatmet. Wenn der Spiegel also steigt, dann müssen wir also wieder einatmen entsprechend. Und das ist das, was diese alten Yoga-Schulen eben häufig vermittelt haben, dass man da eben eine höhere CO2-Toleranz eben hat. Und für die war immer ganz klar, dass weniger mehr ist am Endeffekt. Also das Gegenteil ist immer die Hyperventilation und der Stress. Wenn jemand im Stress ist, atmet er in der Regel schneller. Und das ist im Grunde gar nicht so hilfreich. So, das heißt also, wenn jemand jetzt hyperventiliert,
und schneller atmet oder zu schnell atmet den Tag über, dann atmet er das Kohlendioxid im Grunde vermehrt aus oder ab. Das ist ja das, was beim holotropen Atmen, was du ja schon angesprochen hast, auch passiert. Und das Kohlendioxid im Blut ist im Grunde entscheidend darüber, wie der Sauerstoff eben genutzt werden kann. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass das Kohlendioxid, also du kannst dann zwar den Sauerstoffpegel kannst du so halten erstmal und dann durch diese Abatmung von Kohlendioxid ist der Sauerstoff aber nicht mehr nutzbar. Das heißt also, wenn du 2 Minuten jetzt eine Hyperventilation hinlegst, sinkt dadurch auch die Blutzufuhr im gesamten Körper, auch im Gehirn, wird also die Blutzufuhr schlechter. Also Leute, die jetzt, das wird ja in manchen neuen Yogaschulen dann so gemacht, da werden dann so Atemprozesse gemacht, wo man sagt, jetzt muss man ganz viel aus- und abatmen von den schlechten Sachen. Ja, man macht da diese Hyperventilationssachen. Wenn du das eben 2 Minuten machst, dann hast du also letztendlich einen Zustand, der im Grunde, ja, wenn man das immer wieder so trainiert, auf eine lange Sicht hin, also ist das auf jeden Fall nicht von Vorteil. Das heißt, das ist keine Atmung, Hyperventilation oder zu viel Atmen ist eigentlich keine Atmung, die irgendwie von Vorteil wäre für den Organismus oder die irgendwie gesund wäre. Dazu kommt eben, dass das Atemvolumen und die Atemfrequenz, die wird also über Rezeptoren gesteuert im Gehirn und da, also die sind also ganz also im Wesentlichen verantwortlich für den pH-Wert auch im Blut und für die CO2- und Sauerstoffkonzentration. Und wenn wir also jetzt dem Organismus die ganze Zeit suggerieren, wir sind in Gefahr, wir sind im Stress, dann hat das natürlich eine Auswirkung aufs gesamte Nervensystem und ja, und die Atmung verändert sich auch. Also du kannst das ja auch selber mal als Zuschauer jetzt mal testen. Du kannst ja mal durch den Mund anfangen zu atmen, weil meistens geht das dann rüber in die Mundatmung. Das ist wie beim Sport auch. Du kannst mal durch den Mund atmen und legst dir mal die Hand auf die Brust. Und dann spürst du wahrscheinlich sofort, wie die Brust sich auch hebt und senkt. Und jetzt legst du die Hand, rutschst du mal runter und legst das hier mal unterhalb der Brust auf den Bauchbereich und atmest mal durch die Nase. Langsamer. Und wahrscheinlich wirst du merken, dass dort jetzt anfängt automatisch sich die Bauchdecke ein Stück weit mehr zu heben. Genau. So, und was jetzt passiert, wenn wir durch die Nase atmen, ist also, oder erstmal durch den Mund, wie gesagt, unser System wird auf Gefahr getrimmt und auf Stress und der Sauerstoffpegel geht eigentlich runter, paradoxerweise. Und durch die Nasenatmung, ja, wird also in der Nase, in den Nasennebenhöhlen, das ist eine Hauptproduktionsstätte, könnte man sagen, für das sogenannte NO-Gas. Stickstoffmonoxid ist das. Und durch diese langsame Atmung durch die Nase wird die NO-Produktion in diesen Nebenhöhlen eben angeregt. Ja, und dieses NO-Gas wird dann quasi ins Blut und in die Lunge transportiert. Dieses NO-Gas, also NO hat man damals erstmalig im großen Stil genutzt bei einer kleinen blauen Pille für Männer. Du weißt, was ich meine? Viagra meinst du? Ja, genau. So, das heißt also, das NO macht nicht nur Standfestigkeit und sexuellen Drive, also die Sexualität wird dadurch besser, deswegen es nimmt im Alter halt alles ab, sondern es ist auch ganz wesentlich für ein gutes funktionierendes Herz. Das weiß man auch, wenn jemand zum Beispiel da jetzt akut gerade Probleme hat und man gibt NO, ja, kann das also lebenserhaltend von der Maßnahme her sein. Der Gesamtenergiepegel geht hoch. Die Gesundheit in der Regel, das Immunsystem verbessert sich. Ja, also ich glaube, es wird auch in der Krebstherapie eingesetzt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich mal nachgucken. Ja, und derjenige ist im Grunde wesentlich vitaler, resilienter und ist einfach
in einem besseren Zustand, könnte man sagen. Ja? Okay, das klingt und dann das mega spannend. Ja, da kann ich noch einen Satz noch. Hm? Das wird jetzt noch spannender. Hm. Und das NO, das, die Produktion läuft quasi in so einer Sinuswelle. Das sind 3 Minuten Zunahme und dann 3 Minuten Abnahme. Das ist wie so ein Rhythmus. Und dieser Rhythmus, der wird eben bei zum Beispiel durch Schocks und durch Traumaeinschläge quasi unterbrochen. Und das ist auch mit ein Grund, warum Menschen, die jetzt Trauma und Schocks und so weiter im System haben, warum die dann leichter zu Krankheiten neigen oder warum eben bei Trauma zum Beispiel auch Infarkte und so weiter eine Folge sein können, weil das ist ja letztendlich eine totale Entladung auch, unter anderem auch vom NO. Und ja, Depression oder so hängt alles auch ein Stück weit mit diesem Spiegel zusammen. Man kann das auch über die Zirbeldrüse zum Beispiel aktivieren. Damit hängt das also auch zusammen. Und es gibt eine Übung, eine alte Übung, die kann man also nutzen, wenn man jetzt durch die Nase einatmet, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, also langsam ein. Machen wir mal alle zusammen vielleicht. Und beim Ausatmen jetzt summen. Das aktiviert dieses NO. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ach, du bist schon fertig. Ja, genau. Also das kann man immer mal wieder machen. Summen ist sowieso super, weil das auch den Vagus mit aktiviert. Aber wie gesagt, es aktiviert das NO und zwar ums Fünffache. Also 500% NO-Zuwachs durch die Naseneinatmung und durch das Summen ja, beim Ausatmen. So, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Man kann natürlich auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel Noni-Früchte oder so, die sind auch super. Die helfen dabei an. Noni. Ah, okay. Das hilft zum Beispiel auch, den Spiegel wieder zu erhöhen. Die kommen, ich glaube, aus Thailand und von den Philippinen hauptsächlich. Also das heißt, dieser Spiegel geht irgendwann im Alter runter? Oder ja, wie fast alles. Durch Traumen, die möglicherweise im System ja sitzen. Genau. Und je mehr freie Radikale du natürlich auch, ich sag's mal, im Leib hast, so desto mehr hast du natürlich auch, ja, geht das auch runter letztendlich. Ja. Mhm. Genau. Okay. Und ist das irgendwo messbar oder was, dieses NO? Gute Frage. Ja, ich glaube, es gibt eine Messmöglichkeit. Bin ich jetzt gerade überfragt. Ja. Ah, okay. Ja. Wow, das waren ja schon mal wirklich ganz, ganz tolle Infos. Also ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, um das Gespräch so ein bisschen ja in die Richtung ja dann holotropes Atmen auch zu bringen. Ne? Ja. Was da können wir machen. Passiert. Vielleicht könnten wir mal eben auf die Folie wechseln, auf die Folien. Da habe ich noch ein bisschen Hintergrund zum Atmen an sich und dann genau eben zu dieser Brücke Hyperventilation und holotropes Atmen. Ich muss dazu sagen, ich habe diese holotrope Atemausbildung ja gemacht, über viele Jahre, arbeite da auch nach wie vor mit. Habe jetzt aber in Folge meiner weiteren Forschung und Erkenntnisse in den letzten Jahren eben da auch einen eigenen Weg nochmal entwickelt, den nenne ich hypnagoges Atmen. Und das ist vielleicht so ein Hybrid, könnte man sagen, aus verschiedenen Atemtechniken. Was wir jetzt gerade gemacht haben, gehört zum Beispiel auch dazu. Der auch mit Licht arbeitet, unter anderem über eine Lichtstimulation, über Stroboskoplicht und eben auch sehr starke veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen kann. Aber einfach nochmal ein anderer Ansatz ist. Ich erkläre auch gleich nochmal, warum. Mhm. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal rüber in die Folien. So, jetzt müsste ich hier... Ja, einfach unten die Freigabe. Bildschirm freigeben. So, ja. Mache ich, habe ich. Genau, so. Jetzt sind hier die Bilder im Weg, ne? Oder sind die Bilder nicht da?
Ach so, ich dachte, das gehört dahin. Und Nee, nee, unsere jetzt ist Videos. es weg. Jetzt ist es weg. Also ich sehe mittendrauf jetzt uns beiden hier auf dem Screen. Mittendrauf? Nein, ich sehe uns neben, rechts daneben. Ach, dann ist gut. Ja. Ich gucke gerade noch mal, ob ich es irgendwie verschoben kriege. Warte mal. Ja, oh Mann, jetzt kriege ich es verschoben. Das ist gut. So, wunderbar. So, also die Atmung wird in allen Kulturen seit jeher verstanden als eine Art Brücke, könnte man sagen, ja, zwischen Körper, Geist, Psyche, Seele und man könnte auch sagen Spirit. Ja, gesunde Atmung bezieht den ganzen Körper mit ein und dabei werden alle Hohlräume des Körpers im Grunde auch erweitert. Und die Kehle ist besonders wichtig, denn ohne die Kehle, dass die gut geöffnet ist, ist eine gute, tiefe Atem gar nicht möglich. Ja? So, wenn Menschen Probleme haben, sich gehen zu lassen oder überhaupt gerade Angst haben, dann sind die in der Regel da auch blockiert und kontrahiert und können das im Grunde nicht gut fließen lassen. Also hier blockiert. Ja. Ja, genau, man kann das immer, also die Menschen sind ja ganz häufig auch in ihrem Ausdruck allgemein dann blockiert, ne? Und genau, manche überdehnen auch die Brust oder die Brust fällt wie zusammen. Ja, also da gibt es wirklich dann verschiedenste Körperstrukturen, könnte man sagen, die dafür dann letztendlich, die passend sind dafür, wie der Mensch im Grunde sein Leben lebt. Ja. Gut, in der Regel ist es so, das gehen wir von aus in der Körperarbeit, dass die Atemverspannungen, wenn sie nicht medizinisch begründet sind, aus eben biografisch-emotionalen Themen und Konflikten herrühren. So, habe ich gerade schon gesagt, also das älteste Atemsystem, was es so gibt, ist eben das Pranayama im Yoga. Ja, das ist also, ja, könnte man sagen, die älteste Tradition, also die Yoga-Tradition ist die älteste Tradition oder die älteste Form der Atemtherapie, die auch schon in Upanishaden vermerkt worden ist. Und da gibt es eben alle möglichen Formen von Atembeschleunigung oder Verlangsamung. Genau. Ein Problem ist bei Yoga häufig, dass diese Dinge natürlich sehr viel auslösen und sehr viel auf den Weg in den Prozess bringen können. Und dass diese Dinge aber eben halt dann von den Yoga-Lehrern oder Lehrerinnen häufig gar nicht aufgefangen werden können oder häufig ist auch gar nicht so ein Bewusstsein dafür da, was das eben auslösen kann mit dem Nervensystem des anderen. Also gerade Hyperventilationsphasen zum Beispiel werden ja klassisch in der Psychiatrie und so weiter eher als eine Art Syndromversuch beschrieben. Und wir jetzt zum Beispiel im transpersonalen Raum sehen das als ein Versuch von Selbstregulation oder Selbstheilung, wobei Grof eben davon ausgeht, dass diese spontanen Episoden nicht unterdrückt werden sollten, wie das dann häufig gemacht wird mit der Tüte davor, sondern eben, dass derjenige da durchgebracht werden soll. Also dass er im Grunde eine gute Begleitung braucht. Genau. Im asiatischen Raum und im indischen haben wir eben unterschiedliche Begrifflichkeiten auch für die Lebensenergie, die dabei eben auch eine Rolle spielt. Und da ist eben also wirklich ein direkter Zusammenhang zwischen der Lebensenergie, ja, also dem Prana oder dem Chi und eben halt dieser Atemmodifikation. Und das spiegelt sich natürlich vice versa auch alles physisch im Körper. Und diese Atemmuster, die sind in der Regel ja unbewusst und die laufen eben dann mit der Psyche, mit dem Körper, mit den Emotionen und so weiter. Das läuft alles im Grunde zusammen, wie zum Beispiel, dass die Atmung dann abflacht, ja, dass der Körper sich irgendwie verspannt, dass die Muskeln, die Schultern dann hochgezogen sind und so weiter. Genau. Kennt man zum Beispiel vom Erschrecken? Ist häufig Ja. so eine Bewegung, ne? Ja. Ja, oder so ein Wegdrehen. Ja, und diese Bewegung und dieses, das ist gerade auch, kennt man auch diesen Gafferblick, ne? Wenn die Leute dann da irgendwo an der Autobahn halten und stehen, dann haben die häufig diesen Gafferblick. Das ist nicht unbedingt immer nur Neugier. Das ist häufig auch genau dieses Orientieren, da ist was, ja.
Und das hat diese magische Faszination ja auf Menschen, wenn da irgendwo was ist, dass sie da hingucken. Und das ist eben ein klassischer Mechanismus der Orientierung, die wir alle in gefährlichen Situationen haben und haben müssen, also evolutionär total sinnvoll, da hinzugucken, weil man abchecken will, ob die Gefahr für einen selber auch gilt, also ob man möglicherweise betroffen ist. So, wie gesagt, im Schreck hält man eben aber die Luft an. Und das ist also ganz wesentlich auch für Menschen, die dann eben sich diesbezüglich immer abklemmen. Also da ist wie so ein Automatismus zustande, ne? Das genau. Hängt alles zusammen, ne? Genau. Ganz entscheidend ist auch sicherlich die Frage, wie wir in die Welt kommen. Also der erste Atemzug ist auch ganz wesentlich. Und wenn dann zum Beispiel die Abnabelung zu früh stattfindet und das Blut noch nicht rausgelaufen ist aus der Plazenta, ist die Lungenfunktion dann noch gar nicht vernünftig adäquat da. Und das kann eben auch zu Themen führen, die man möglicherweise ein Leben lang mit sich rumschleppt, weil man schon im ersten Moment auf dieser Welt quasi Todesangst oder vielleicht sogar eine Nahtoderfahrung hatte aufgrund dessen. Kann man sich meistens nicht mehr bewusst daran erinnern, logischerweise, aber in Atemprozessen kommen solche Sachen dann auf einmal doch raus, weil im zellulären Gedächtnis hängt es dann doch irgendwie wieder drin. Gut, das Ganze wird eben vom Hirnstamm aus gesteuert. Ja, das ist also der Bereich, wo die Hauptregelkreise sind und auch das parasympathische System eben geregelt wird. Und von dort läuft im Grunde dieser ganze Atemkreislauf und die ganze Messung der eben zuvor genannten Parameter. Und je nachdem, was wir dann so auch tagsüber dann machen, beispielsweise wenn wir bestimmte Sachen dann auch trainieren, hier unten sind so ein paar Beispiele, dann wird das eben ein Stück weit dadurch reguliert und trainiert. Wie ich gerade schon sagte, weniger ist mehr. Und die Yogis der alten Schule, die reduzieren den Atem dann häufig sehr weit runter. Genau, wie gesagt, also das Atemzentrum oder die Medulla oblongata, ja, das ist also dieser Bereich des verlängerten Rückenmarks, gehört zum Hirnstamm und zum zentralen Nervensystem. Und das ist eben auch der Bereich, wo der Blutkreislauf reguliert wird oder wo eben die klassischen Reflexe, die Zentren für die Reflexe angesiedelt sind, wie zum Beispiel eben Saugen, Husten, Schlucken, Niesen, Würgen, Erbrechen. Und das sind dann wiederum Dinge, die häufig beim holotropen Atmen auch auftreten können, also quasi reflexartig. Mhm. Unser Basenhaushalt ist dort auch eben angesiedelt. Genau. Über die Atmung lässt sich auch sehr leicht der pH-Spiegel im Blut verändern. Die optimale Balance, das ist ein sehr schmaler Bereich, sieht man da von 7,37 bis 7,42 pH. Und sobald da das in irgendeine Richtung ausschlägt, fängt der Körper schon an zu regulieren, und zwar massiv. Und wir haben also auch beim CO2-Spiegel auch eine optimale Balance. Und wenn das jetzt rübergeht in die parasympathische Schiene, dann sind wir da eben sehr schnell auch in dem Bereich von wirklich Müdigkeit und Erschlaffung. Beziehungsweise, wenn es in die andere Richtung geht, in das Sympathische, dann sind wir eben sehr stark auch in der Übererregung bis hin zu Krämpfen. Und beim holotropen Atmen wird halt dieser untere Bereich sehr stark aktiviert durch diese Art der Atemtechnik. Und Menschen, die am Tag über das regelmäßig machen, unbewusst, die jetzt, was weiß ich, pro Minute 20 Mal ein- und ausschnaufen, die sind wahrscheinlich ständig in so einer sympathischen Aktivierung oder die nachts immer durch den Mund atmen, sind da häufig, deswegen sind die dann morgens total platt. Ja, oder? Okay, habe ich das, Jörg, habe ich jetzt richtig verstanden? Also bei der holotropen Atmung wird der untere Bereich praktisch aktiviert. Also der ist eine hochsympathische Veranstaltung. Also sympathisch im Sinne von Hocherregung und Krämpfe? Ja, können passieren. Also das sind die sogenannten Tetaninen hier, die Pfötchenstellung. Ja, zum Beispiel, das sind ja so Krämpfe auch. Und das kann dadurch kommen, durch diese vermehrte Abatmung dann auch vom CO2. Das kann eine Folge sein, ja. Genau. Hört sich erstmal nicht so sexy an, das verstehe ich. Nee, hört sich irgendwie ein bisschen befremdlich an. Ja, ist klar. Das passiert ja auch, wenn Menschen eben
unwillkürlich hyperventilieren. Ja, da gibt es ja hier so eine Beschreibung, was da alles so eine Folge sein kann. Ja, und da spricht man eben von der Hyperventilationstetanie. Das heißt, eine Taubheit in den Händen, man schwitzt, ja, Benommenheit, Schwindel, Ohnmacht und so weiter. Und da wird dann vom Hyperventilationssyndrom gesprochen. Und das ist eher das, was eben der klinische Fall ist. Dieser Bereich wird also ausgelöst durch zum Beispiel Ängste, Panik. Also Leute, die Panikattacken und Ängste haben, kennen das. Oder auch wenn Emotionen verdrängt sind, die auf einmal irgendwie getriggert werden, weil man was im Fernsehen sieht oder weil man was hört von jemand anderem, dann kann das zum Beispiel eben aktiviert werden oder man hat generell einfach sehr starke Spannungszustände oder ist körperlich sehr überanstrengend. Genau. Oder eben organische Gründe können natürlich auch eine Folge sein. So, die mögliche Folgen, ja, also der Puls beschleunigt sich, wie gesagt, Sympathikus wird aktiviert, ist jetzt ein bisschen doppelt zum Teil. Wie gesagt, Basenüberschuss, das ist die sogenannte respiratorische Alkalose. Das wiederum verstärkt die Bindung des freien Calciums und eine Kontraktion der Blutgefäße bzw. des Gehirns und oder der Haut, und der Calciumspiegel fällt ab und das führt dann eben zu diesen Muskelkrämpfen oder auch zu Nervosität. So, und dann fällt auch der Blutfluss innerhalb der ersten 20 bis 30 Minuten ab und danach gibt es aber wiederum in der Regel einen stetigen Anstieg. Obwohl man jetzt gerade wieder eine Studie gemacht hat mit Mäusen, die ist irgendwie, da hat man die unter Stress gesetzt und die ist irgendwie letzten Dezember, glaube ich, rausgekommen. Da hat man wieder festgestellt, dass im Gehirn der Blutfluss anscheinend doch wieder stärker ist. Also es ist irgendwie schon ein bisschen ambivalent gerade, habe ich so den Eindruck. Aber de facto ist es so, dass wir dadurch, dass dann dieser neokortikale Bereich schlechter versorgt wird und die alten Gehirnteile, sprich Stammhirn und Zwischenhirn, die werden immer noch gleichbleibend versorgt, dass dort im Grunde jetzt dieser Faktor der Hemmung, die wir normalerweise haben, dass das im Grunde zurückgenommen wird und dass dann also durch diesen thalamischen Filter des Thalamus, also dass dann im Grunde alle möglichen Impulse aus dem Unbewussten hochkommen können. Ah, okay. Die sonst eben nicht hochkommen, weil das quasi abgefiltert wird oder wo dicht gemacht wird. Nee, das brauchen wir nicht. Und das Großhirn sagt dann, nee, brauchen wir nicht weg. Mhm. Ja. DMT spielt auch eine Rolle dabei. Das ist eben das Bewusstseinsmolekül. Aber da ist so ein bisschen auch unklar, inwieweit es jetzt eine Rolle spielt. Mhm. So, also Grof hat also erkannt, dass er 35.000 Sitzungen gemacht im Bereich der Atemprozesse und dass beim gewollten oder selbst initiierten Hyperventilieren durch holotrope Atmen eben, dass es nicht 1:1 vergleichbar ist mit den klassischen Hyperventilationen, die eben ungewollt sind. Menschen haben also auch sehr tiefe Entspannungszustände dabei und mystische Erfahrungen oder sexuelle Erregung oder Entladungszustände. Und dass die Tetaninen, also diese Krämpfe, dass die sich zwar aufbauen, aber dann an so einem Kulminationspunkt in der Regel wieder umkippen und dann sich dann wieder entspannen. Genau. Das sind also so Dinge, die er da für sich herausgefunden hat. Und genau, ich glaube, das war es jetzt. Ja, was wir vielleicht so dazu sagen könnten. Genau. Genau, das geht schon ziemlich tief auf jeden Fall hier, ne? Ja, also was ich also noch sagen wollte, ist, dass es eben so ist, dass diese neueren Theorien von Levine und anderen eben davon ausgehen, dass durch diese sympathische Aktivierung Menschen, die jetzt also überwältigende Erfahrungen gemacht haben, die Levine als Trauma bezeichnet, aber in der modernen Traumatherapie würden die nicht so bezeichnen, weil da ist ein Trauma ja das klassische Schocktrauma, ich sag's mal, irgendwie Überwältigung im Sinne von Naturkatastrophen, Überfall, Missbrauch, Gewalterfahrung, starke Gewalterfahrung und so weiter.
Aber überwältigende Erfahrungen machen wir ja alle andauernd. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch nur das Öffnen eines Briefes sein oder das Sehen irgendwelche Bilder im Fernsehen. Und Menschen, die da eben sehr viel von haben, bei denen das Nervensystem unreguliert ist, permanent unreguliert ist, das heißt ständig in Überaktivierung oder zu starke Unteraktivierung reinschießt, die ein geringes Toleranzfenster haben, dass bei denen das doch durchaus kontraproduktiv sein könnte. Und die Erfahrung habe ich selber eben auch gemacht, ich habe auch über 1000 Sitzungen begleitet und mittlerweile und bin der Ansicht, dass es da eine Art Anpassung braucht. Und das ist zumindest für mich und für meinen Ansatz hier. Und das ist der Grund, warum ich eben jetzt eine modifizierte Version mache im Bereich der Atemarbeit, die da ein Stück weit flexibler ist, vor allen Dingen im individuellen Setting. Das holotrope Atmen wird ja vor allen Dingen in der Gruppe gemacht. Und ich habe eben sehr viel hier im Einzelformat immer gemacht. Und da ist das Ganze sowieso nochmal etwas anders gegliedert. Und beim holotropen Atmen gibt es zum Beispiel sehr starke Vorgaben. Was ist das? Und man darf da nichts verändern, dann ist es auch schon kein holotropes Atmen mehr. Und ich habe eben verschiedene Dinge entwickelt, die da nicht mit konform gehen. Und diesbezüglich möchte ich das, meine Atemarbeit durchaus auch flexibler halten und habe dann eben dieses Konzept vom Hypnagogenatmen entwickelt. Ja. Hypnagogisches Atmen. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für den doch sehr tiefgehenden Einblick hier in das holotrope Atmen, in das Atmen überhaupt. Ne? Also ich glaube, es ist ganz klar geworden, welche große Bedeutung das hat und welche Automatismen auch entstehen können, ne? Im Zusammenhang mit der Atmung, was uns dann beeinträchtigt und auch die Energie abschneidet, ganz einfach. Ja. Ne? Ja, mir ist übrigens was eingefallen jetzt zu diesem Thema. Das ist ja total witzig, ja. Und zwar war ich wirklich noch ein kleines Kind, vielleicht so, keine Ahnung, 8, 9 Jahre oder so. Und wir waren damals auf dem Spielplatz unterwegs und da kam damals ein Schulkamerad von mir und er sagte, hey, habt ihr schon mal das Spiel probiert? Na, da geht es, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das ging, aber es ging tatsächlich um Atmung. Er hat uns das dann erklärt, wir waren irgendwie so ein paar Kinder damals und er meinte so, ja, ihr müsst dann so und so oft tief einatmen und dann müsst ihr ganz lang ausatmen und dann müsst ihr zwischendurch mal hecheln und so. Ich weiß gar nicht, wo der das her hatte damals in dem Alter. Ja. Und dann musst du in die Hocke gehen und weiß ich nicht, was noch alles. Und wir haben das tatsächlich dann auch gemacht. Er meinte so, wenn ihr das macht, dann fängt das plötzlich überall an zu kribbeln und so, ne? Und man ist so ein bisschen irgendwie weggebeamt und so, ne? Ja, und wir waren halt Kinder, ja, und wir haben das gehört. Und mir ist das bis heute in so tiefer Erinnerung geblieben, weil das war wirklich ein Erlebnis, ja? Also es fing wirklich, der ganze Körper fing komplett an zu kribbeln irgendwie. Und man war so einen kurzen Moment irgendwie gar nicht mehr richtig bei Bewusstsein, ja. Kam dann irgendwie wieder so zu sich und dachte, ich dachte so damals, ups, was war denn das jetzt? Ne? Konnte das natürlich überhaupt gar nicht verstehen. Aber ich habe das jetzt nur erzählt, weil sowas halt wirklich mit so einer Atemtechnik möglich ist, ja. Also solche Dinge sind natürlich auf unterschiedlichsten Wegen möglich. Wenn du jetzt auch lange genug, was weiß ich, fastest oder so, kommst du auch in solche Zustände rein. Oder wenn du körperlich dich extrem anstrengst und Leistungssportler haben das durchaus auch, wenn die so über ihr Limit gehen, dann kommen die da auch in solche Zustände rein. Oder das machen Kinder ja auch, wenn die sich dann zum Beispiel so drehen. Drehen, ja. Kommst du irgendwann auch in solche States rein. Das machen ja die Sufis mit dem Derwischtanz, ne? Also es gibt schon unterschiedlichste Möglichkeiten oder setz dich mal 4 Tage in einen abgedunkelten Raum. Brauchst du gar nichts machen, brauchst du nur in diesem reizdeprivationsmäßig abgedunkelten Raum zu sitzen, geht das auch los. Ja, oder wie gesagt, Überflutung vor einer Stroboskoplampe, laute Musik an. Ja, brauchst du noch nicht mal groß für tanzen und noch nicht mal Ecstasy einschmeißen, wie die das in Berlin oder sonst wo in so einem Club machen, geht schon von alleine los. Ja, brauchst du eigentlich nur das Licht
reicht schon. Plus Musik, ja. Wenn du dich dann noch bewegst, dann hast du die doppelte Packung, kommst du automatisch in diese veränderten Bewusstseinszustände rein. Das haben diese alten Kulturen alle gewusst. Es gibt fast nur eben in der heutigen Kultur kaum Räume dafür, das gezielt auch im therapeutischen Sinne für die Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. Genau, darauf wollte ich jetzt dann nochmal zurückkommen. Ja, genau. Also es entsteht dadurch praktisch dann ein geöffneter Raum, der sozusagen dann Zugang gibt zu Verknotungen, Traumatisierungen, Verspannungen, Verklebungen, wie man es halt nennen will, die kommen wieder ins Bewusstsein irgendwie zurück dadurch, ja, und können dadurch dann auch dauerhaft gelöst werden. Ja, früher dachte man, dass es vor allen Dingen durch Ausagieren gelöst würde. Das hängt beim Holotropenatmen auch noch sehr stark drin, dieser Gedanke. Das weiß man eben aus der neueren Forschung wiederum, dass das nicht so ist. Es braucht eben andere Dinge dabei, weil das Ausagieren alleine häufig nur wieder so ein Überschießen macht in Sympathikus und dann runter, bumm, in den dorsalen Vagus und dann ist diese hinterher die totale Erschöpfung und Erschlaffung da im parasympathischen Bereich, wie wenn jemand jetzt quasi eine megamäßige Flucht oder einen megamäßigen Kampf hingelegt hätte. Nach den neueren Methoden geht man eher davon aus, dass den Vagus die ganze Zeit und den ventralen Vagus online braucht für ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn das online ist und man an die Grenze geht, ohne es komplett auszuagieren, sondern da dran bleibt an dieser Grenze, dann passiert was ganz Spannendes. Nämlich dann erweitert sich das Toleranzfenster und dann passiert sowas wie Containment nachher. Beziehungsweise wenn das Toleranz... Was passiert da? Containment, könnte man sagen. Also man wird in die Lage versetzt, das, was da quasi passiert, besser zu halten. Ohne, dass es einen völlig überflutet, ohne, dass man es völlig ausagieren müsste. Weil das ist ja das, was die Hirnforschung rausgefunden hat, unter dem Stichwort der Neuroplastizität. Das Gehirn verändert sich bis ins hohe Alter, ist es trainierbar. Ja, früher dachte man immer, es geht nur bis in den jungen Jahren und dann im Laufe des Lebens nimmt das alles nur noch ab. Das ist ja widerlegt. Und du kannst also auch schlechte Dinge immer weiter trainieren. Die Autobahn da oben, sagt Hüter, werden immer größer und immer breiter. Und du bist immer schneller auf dieser Autobahn. Und das wird letztendlich durch diese Erlebnisse oder durch diese kathartischen Effekte oftmals auch trainiert. Und wie gesagt, nach den neueren Ansätzen, und das verfolge ich auch in meinem Atemansatz jetzt so, dass geht es darum, diese Grenze eben zu erforschen. Ich denke, dass das klassische holotrope Atmen ist nach wie vor eine sehr gute Sache auch für Menschen, die einfach eine gewisse Stabilität im Leben haben und die mal im Grunde eine extreme Erfahrung machen wollen, die drogenfrei ist, ja, wo es gerade darum geht, das spirituelle Erfahrungen zu machen. Aber gerade für Menschen, die eben sehr fragil sind, würde ich heute eher, ich persönlich, also andere können das anders sehen, ich würde das eher so handhaben, wie ich gerade beschrieben habe, in einer sanfteren Vorgehensweise, dass der ventrale Vagus auch dabei ist und online ist und derjenige dann eben in so einem Gefüge bleibt seines Fensters, wo er sicher ist. Genau. Und dann können diese Dinge sich auf eine andere Weise nachher zusammensetzen. Weil wenn man dann die Erfahrung macht, okay, ich kann in einen Grenzbereich reingehen, der schwierig ist, bin aber trotzdem noch sicher und kann wieder zurückgehen, dann müssen nicht diese Extremreaktionen erfolgen von dieser sympathischen Kampfflucht-Überaktivierung und dann zack in den Totschellreflex rein. Also das sind so Dinge, die habe ich selber beim Holotropenatmen, ich habe auch so 100 Sitzungen ungefähr für mich selber gemacht, habe ich oft erlebt. Und das wurde oftmals auch von den Leuten, die da die Begleitung gemacht haben, obwohl die das auch zum Teil 20, 30 Jahre gemacht haben schon, wurde das nicht erkannt und nicht gesehen, weil wahrscheinlich haben die das gar nicht verstanden, weil diese ganzen Konzepte, die sind ja relativ neu und viele Therapeuten kennen das einfach bis dato noch gar nicht. Also
Ja. Ja, eben. Also ich hatte das auch wirklich noch nie gehört. War mir Ja. komplett neu. Ja. Ja, aber wow, das sind ja wirklich Prozesse, die da in Gang kommen und das waren jetzt Informationen. Du gehörst ja zu einem der letzten Interviewpartner, die ich hier in meinem Zoom drin habe fürs Online-Retreat. Und ich Last bin but mal not gespannt. least. Nee, nee, nee. Aber ich bin wirklich mal gespannt. Das muss ich natürlich auch alles irgendwie ein bisschen setzen und ich muss es für mich mal klar kriegen und so. Ja. Bin mal gespannt, was dann hinterher noch alles so passiert, auch für mich. Also es ist ja Wahnsinn, was da für Erkenntnisse dabei entstanden sind. Ja, also Gut, lieber Jörg, Ja. wer jetzt Interesse gefunden hat an deiner Arbeit und sich da ja einfach mit dir in Verbindung setzen möchte, wir verlinken natürlich unten drunter, ne? Ja, du packst ja die Homepage runter, ne? Dann Ja. kannst du meine Infobroschüren vielleicht runter verlinken. Das kann Also, ich machen, na klar. ja, ich habe eine zu meiner Intensivarbeit. Dann gibt es eine für Leute, da sind halt Übungen mit drin. So ein Stück weit Übungen und Infos und eben wer Interesse an dem Thema Ausbildung hat, das wäre dann die dritte. Ja. Genau, also die erste Ausbildung ist voll jetzt für Ja. 2020, so wie ich mitbekommen 21. habe. 21 startet die Ach so. und die zweite habe ich jetzt auf die erste startet im März, die geht zwei, also es geht 2 Jahre und die zweite, die ich jetzt dazu genommen habe, startet im April nächstes Jahr, ne? Okay, und wie findet diese Ausbildung statt? Ist das dann online oder muss man da bei Nee, dir vor Ort nee, sein? nee, das ist hier vor Ort, das sind 7 Module, a 4 Tage plus 7 Gruppensupervisionen und ein bisschen Selbsterfahrung und Einzelarbeit noch dazu. Das ist so der Rahmen für das Ganze. Aber das steht auf der Homepage auch alles drauf und in der Broschüre steht es auch drin. Okay. Ja. Gut. Ja, wie machen wir jetzt noch einen schönen Abschluss? Hättest du denn noch bezüglich der Atmung, was ja jetzt hier unser Thema war, hast du denn da vielleicht noch irgendwelche Tipps, wie man jetzt für den Alltag ja, die Atmung so nutzen kann, um möglichst gut bei Energie zu bleiben? Ja, also das Wichtigste würde ich sagen, ist im Alltag mal darauf zu achten, erstmal wie oft man so schnauft, dann mal zu schauen, wie oft man auch unbewusst durch den Mund hechelt. Wie gesagt, die meisten Säugetiere machen das nicht. Hunde schon, die müssen sich dazu im Sommer müssen die sich da runterkühlen, hängt die Zunge links raus oder so und dann ja, Ja. müssen die das machen. Aber ansonsten auch zum Beispiel Geparden und so, wenn die durchstarten, ja, wer das mal erleben will, was für eine Beschleunigung das ist, der müsste sich mal in so ein, ich weiß nicht, 600 PS Audi R8 oder so ein Bugatti oder so mal reinsetzen und dann mal von null auf voll das durchtreten, ne? Dann kriegt man mal die Idee davon, was da so ein Schub hinter ist. Und die machen auch die Nasenatmung. Das Tier auf der Flucht, die Gazelle, die da wegrennt, die fängt an, in der Panik durch den Mund zu hecheln. Und das ist nämlich genau der Punkt. Der geht auf der Strecke, geht er dann zwangsläufig durch diese verstärkte Mundatmung, geht er dann der Sauerstoff aus. Und da der Gepard zum Beispiel dann oder viele andere Raubtiere auch dann eben sich auf diese Nasenatmung konzentrieren, können die also länger beständig dann auch da Okay. durchziehen. Und deswegen ist es also wirklich für uns auch ganz wichtig, wirklich da auf diese Nasenatmung zu achten und ja, damit mal zu experimentieren mit. Wenn man das dann immer wieder unbewusst macht den Tag über, dann kann man sich auch mal so ein Klebeband auf die Lippen kleben. Einfach um mal das geht natürlich nur, wenn man jetzt irgendwie zu Hause ist und nicht auf der Arbeit. Besser Ja, ist es, ja. um einfach mal das System zu trainieren, durch die Nase zu atmen. Ja. Genau, und ja, und dann mal zu schauen, wie viele Atemzüge machst du pro Minute und kannst du das mal runterregulieren. Und die guten Yogis sagen, eine gute Atmung, eine tiefe Atmung erkennt man nicht daran, dass man jetzt eben laut ein- und ausschnauft. Ja, also beim Monotrom-Atmen wird häufig auch gesagt, tiefer und schneller atmen als normal. Das ist eigentlich eine falsche Ansage, weil die meisten arbeiten, die atmen gar nicht tiefer. Die atmen zwar schneller, aber nicht tiefer.
Also eine tiefe, wirklich tiefe Atmung erkennt man daran, sagen die guten Yogis, an der daran, dass sich die Nasenhaare quasi nicht mal bewegen. Also ganz sanft, ja. Ganz sanft, ja. Und das ist eigentlich eine tiefe Atmung, die dann zu im Grunde einem anderen Pegel führt, auch im Grunde vom Sauerstoff her, ja. Mhm. Und eben zu einer hohen CO2-Toleranz führt, ja, und zu einem hohen parasympathischen Tonus, ja. Und Summen beim Ausatmen. Ja, und wie gesagt, mit dem Summen ist auch eine ganz gute Sache, ist sowieso immer ganz gut. Das machen ja, oder früher zumindest haben das Mütter und Großmütter ja auch gerne gemacht. Mhm. Und das hatte alles immer schon, also vieles hatte einen Grund auch, warum das so gemacht wurde. Auch, ich arbeite ja auch viel mit Mythen und so weiter. Und ja, das Erzählen von solchen Mythen und Geschichten hatte auch immer einen ganz hohen Wert in allen Kulturen. Nur wir Modernen kappen das zunehmend. Und das ist alles so schade, weil ja, da ist so viel Wissen, was verloren geht, ja, was instinktiv und intrinsisch total richtig ist. Ja, ja. Viele wussten früher gar nicht, warum und was das eigentlich macht, aber sie haben es einfach gemacht und es war gut. Ja, mhm. Also wenn du ein Kind unter den Baum legst und ja, dabei bleibst, dass es natürlich nicht alleine lässt, ja, dann sagte man, früher wird dein Kind schlau. Und heute weiß man eben, ja, diese ganzen Blätter und so Äste, wenn die sich bewegen und dann das Lichtspiel und so weiter, so eine enorme Stimulation fürs Gehirn. Ja, und heutzutage fängt man so früh an mit allen möglichen Förderprogrammen und also ein Humbug, ja. Tralala, heute liegen die Kinder da mit diesen Plastikdingern, ja, drüber, ja, genau, und baumeln, ja. Ja, genau. Ja. Also, ja, also da war schon ganz viel, auch so Rituale, die es eben früher gab, ne, die immer mehr so in Vergessenheit, genau, geraten, ne. Ja, und also ganz viel wird immer unbewusster und immer mehr abgespalten auch, gerade auch durch das Zweidimensionale auf den Tablets und den Handys und ja, die Gehirnbereiche für den Daumen, ne, die haben sich schon ver-X-facht, hatte Hüther mal gesagt. Ja, und trotzdem, aber die Welt kann nicht mehr 3D erfasst werden, von 4D gar nicht zu reden, weil, wenn man immer nur hier auf dieses Ding guckt, ja, und ja, wenn ich fahre oft nach Zürich auch, mache da momentan für mich 3 Ausbildungen noch bei Peter Levine und anderen. Und da bin ich also immer überrascht. Ich bin meistens der Einzige im ganzen Zug, der da sitzt und nicht so auf so einen Bildschirm starrt oder noch ein Buch liest. Ja, da fragen manche Leute beinahe schon, ist Ihnen gut? Sind Sie gesund? Sind Sie ein Alien? Ja, wirklich. Absolut irre, ja. Ja, das ist schon manchmal echt erschreckend, ne? Und ich glaube, inzwischen gibt es die ersten Haltungsschäden so. Ja, das, und, ja, klar, das sowieso, ja. Ja. Also. Ja. Ja, ja. Nun gut. Ja. Alles klar, lieber Jörg. Ich denke, wir sind durch. Wir sind jetzt übrigens doch viel, viel länger am Sprechen, als es geplant war. Und weißt du was? Mein Hund liegt hier neben mir und hat kein bisschen gebellt. Weil mein Freund ist nämlich inzwischen da und offensichtlich hat er es telepathisch gespürt, dass er ganz leise kommen muss. Ich habe ihm nämlich kein Wort davon gesagt. Ja. Und mein Hund schläft hier noch. Wunderbar. Siehst du? So geht das. Das war die magische Fernwirkung hier von mir. Ja, wahrscheinlich. Ja, doch. Ja. Okay, gut. Ich bedanke mich 1000 Mal bei dir für deine Zeit und dein wirklich tolles Wissen. Ja. Und ja, genau. Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Wir verlinken unten drunter alles, was nötig ist, um mit Jörg Fuhrmann in Kontakt zu treten und sich da noch ein bisschen mehr Infos zu holen, was er alles so tut. Absolut empfehlenswert. Genau. Okay, gut. Danke. Danke auch, lieber Jörg. Tschüss.